Topfgucker TV empfiehlt. Hallo, ich bin Hanna Lehmann und vielleicht kennen mich noch einige, denn ich habe 2019 schon einmal mit Topfgucker ein Video gemacht. Und in den letzten Jahren ist viel passiert. Ich bin seit 2019 als Küchenchefin unterwegs gewesen und habe da verschiedene Stationen durchlebt. Habe auch im letzten Jahr nochmal die Natur in Schweden erkundet und durfte ganz viel über Pflanzen und Bären und einfach die wunderbare Natur dort lernen. Und jetzt sind wir auf dem Gelände von Mio in Ottendorf. Und hier habe ich seit 1. Mai ein neues gastronomisches Konzept gegründet, und zwar unter dem Namen Myzel. Was ist denn ein Myzel? Ein Myzel ist eigentlich ein Pilzgeflecht, das sich über mehrere Kilometer erstreckt und wo es eine Verbindung gibt. Und genau das wollen wir hier machen. Wir wollen Verbindungen kreieren zwischen regionalen Akteurinnen und Akteuren, Lieferantinnen und Lieferanten. Und hier soll Regionalität erlebbar sein. Wir wollen Frische transportieren. Und für mich ist es ein absoluter Luxus, dass wir gerade einen Garten, also dass Isa einen Garten anlegt, das ist unsere Gärtnerin. Und die Möglichkeit, alles aus dem Garten auf den Tisch direkt zu bringen, ist für mich einfach traumhaft. Wie kann man Myzel erleben? Und zwar habe ich am Anfang 2 Tage die Woche geöffnet, donnerstags und freitags. Am Donnerstag gibt es aus dem Garten auf den Tisch 100% regionales Obst und Gemüse. Am Freitag gibt es meine Menüabende im Fine-Dining-Stil, wo ich mich kreativ ausleben kann, wo es darum geht, einen ganz besonderen Abend zu gestalten und wo ich auch ein bisschen an das anknüpfen kann, was ich schon auf meinen Stationen davor gemacht habe. Wo findet ihr Myzel? Myzel ist auf dem Gelände von Mio in Ottendorf. Das befindet sich ungefähr 15 Kilometer von Chemnitz entfernt und ist ganz nah an der Autobahnabfahrt A4 zwischen Chemnitz und Dresden. Hier auf dem Gelände von Mio kann man sogar übernachten, wenn man möchte. Deswegen, es gibt einen Campingplatz, 2 fertig eingerichtete Zelte. Also kommt mit eurem Zelt, einem Camper oder mietet euch einfach ein. Also sucht es euch aus. Entweder unkompliziert oder ganz besonders. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de